Guck. Und herzlich willkommen zurück bei Elex. So, wir haben bei Elex ja das letzte Mal den alten Jäger hier mit der Xardas-Stimme, mit Bodo Henkels Stimme hier gefunden. Dem da hinten den Bogen wieder gebracht, worüber der nicht ganz, ganz besonders erfreut war. So, wir können jetzt auf Raptorenjagd gehen mit dem. So. Verboten? Was ist verboten? Keine Ahnung. So. Aber was nicht verboten ist. Verdammt. Ich dachte, wir können uns hier hinlegen auf dieses äußerst einladende Bett. So, mein Freund. So, wir gucken aber erstmal. Wir hatten noch irgendwo hier Verzehrbares. Nee. Lernpunkte. Nee. Fähigkeiten. Attribute. Plasmazelle. Energiespeicher, großer Heiltrank. Wir wollen eine Heilpflanze essen. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. So. Wegen der Raptoren. Bin mal gespannt. Die erledige ich im Alleingang, nein. Warum jagen wir sie nicht gemeinsam? Ich gehe nur mit Leuten auf Jagd, denen ich vertrauen kann. Und da du meine Lektion für Lennart durch die Rückgabe des Bogens vereitelt hast, bin ich mir bei dir nicht sicher. Aber solltest du aber doch noch einen Weg finden, ihnen den Hals umzudrehen, wird Geron dich zu entschädigen wissen. Ach, jetzt soll ich das noch alleine machen, du feige Sau. Hast du ihre Fährte schon aufgenommen? Wie gesagt, sie lauern in der Nähe und wechseln ständig ihre Position. Aber wenn ich die Zeichen richtig deute, halten sie sich derzeit westlich von hier auf. Ich meine, der andere Typ vertraut mir nicht, deswegen hilft er mir nicht. So, ich bring den Bogen zurück, damit er mir vertraut. Was ist? Er weigert sich immer noch, der Blödmann hier. Oh, warte, dich kriegen wir noch. Die erledige ich im Alleingang. Dann setz mich noch schnell als deinen Erben ein. Egal wie stark du sein magst. Das ist nicht nur gewagt, das ist lebensmüde. Lass dich überraschen. Sehr gut. Jo, wir gucken aber erstmal. Quests auf der Lauer. Wo ist die Bande eigentlich? Jo. Da sind nicht zwei oder so, nein, das sind gleich fünf. Lauernder Raptor. Das waren die großen, oder? Wir können das ja mal probieren, ansonsten lassen wir das erstmal sein. Dann kümmern wir uns um die weiteren Verdächtigen. So. Im Zug der Aufgaben für die Verdächtigen werden wir dann auch mal unseren Weg wahrscheinlich in die anderen Fraktionen finden. So. Ja, das waren die da. Genau so habe ich mir das gedacht. So. Kollege, nur so hinter mir. Bist du bereit? Lauernder Raptor. Ich meine, mit einem könnten wir vielleicht fertig werden, aber mit so viel. Ich helfe dir! Helfen? Du wirst das mal schön alleine für mich machen. Komm hier hoch, oder? Das Vieh mache ich platt! Nehmen die überhaupt Schaden von dem kleinen Bogen? Das Vieh mache ich platt! Wenn ich treffen würde, da habe ich keine Munition mehr, na klar. Oder warum machst du nichts? Ich hab keine Munition mehr. Klasse. Duras, geh mal da runter. Guck mal, hier unten ist einer. Na? Junge!
kommt doch nicht etwa hier hoch. Ich helfe dir! Ja, der liegt erstmal. Also wenn ich jetzt noch Mumpel in meinem Pfeile hätte. Naja, komm. Aber das soll irgendwie nicht sein. Ach, sind doch mal wieder da. Tja. Achtung! Von dort unten bis hier hoch so schnell. Das ist wie genau derselbe Käse wie bei Risen 3. Hey! Ich hab doch da drüben gespeichert! Halt, warte. Zeig mir, was du hast. Jo. So, Beil, Kriegsschwert. Kann ich noch nicht tragen. Apfel, rohes Fleisch. Warte mal, was hast du für Waffen? Setzerbogen, habe ich selber einen. Ach nee. Ach Mensch. Beil. Kann ich nicht tragen, da fehlt mir Stärke. So, Rüstung, Apfel. Tja. Einfach Holzpfeil. 100. Kann ich mir nicht leisten. Ja. Ob das was bringt, die nehmen mit dem Bogen ja kaum Schaden. Ein oder zwei hätten es auch getan. Und nicht gleich fünf. Oh, jetzt speichere ich. Jetzt habe ich gespeichert. So. Das ist der Duras und die Begleiter hier, die sind auch relativ, naja. Mitten in den After. Das
Vieh mache ich platt! Da wird's getroffen. Na, was wirst denn du hier runterkriegen? Ich helfe dir! Versuchen wir hier Trick 17 anzuwenden, warte mal. Wenn du hast, dann macht er ganz gut Schaden. Das Vieh mache ich platt! Aber da hört er nach einer Weile auf. Jo. Ein von vier. Rudelführer. Auf geht's! Was denn? Du kriegst jetzt endlich mal die Energieanzeige von dem Vieh. Das Vieh mache ich platt! Ja. Also ich schieße es ja nur zum Animieren, dass der Duras weiterschießt. Der Rest kann er machen. Ich helfe dir! Ja, dann mach mal. Das Vieh mache ich platt! Dann mach's auch platt. Dankeschön. Darf ich helfe dir! Ja! So, fehlen bloß noch die anderen beiden. Na! Das Vieh mache ich platt! Dann noch mal. Immer schön weiterschießen. Wenn wir die Begleiter schon dabei haben müssen, müssen wir die auch ausnutzen. Fertig. Dafür sind sie schließlich da. Na? Das Vieh mache ich platt! Ja, danke. Ey, den habe ich sogar mal selber erschossen. Jo, wo sind die anderen beiden? So. Was zeigt er mir eigentlich da oben an? Ah, da vorne. Warte. Guck mal da unten. Das Vieh mache ich platt! Ja, eigentlich. Nicht ganz fair, aber fein. Ja, noch. Na, schieß weiter. Das Vieh mache ich platt! Jawohl. Jo. Speichern. So, wo ist der letzte? Jo. Wir gehen die erstmal ausräumen, oder? Können wir die gar nicht ausräumen? Ach nee, haben wir noch nicht gelernt. Oh, einer ist noch. Was wusste der? Hä? Wo ist der letzte? Hey. Er wird schon auftauchen, wenn er nicht soll.
Ein Wort zum Mord an Askor. Geron ist ein Jäger. Das er benutzt einen nicht. Bogen. Hätte er Askor ermordet, hätte man die Leiche mit einem Pfeil in der Brust gefunden. Askor wurde aber mit einem Schwert getötet. Richtig. Gut beobachtet. Bin schon gespannt, was der nächste Verdächtige zu sagen hat. Jo. Großartig. So. Wie gesagt, wo ist der Letzte? Es schwenkt immer so schnell den Fokus um hier von dem Krempel, der hier rumliegt. Auf den Duras. Ach, der lebt noch. Wo war jetzt unser hier oben? Jetzt reicht's mir! Jetzt reicht's mir! Oh, komm. Der hat sich so festgebackt. Wo bist denn du? Das war klar, dass der letzte wieder die größten Probleme macht. Meine Pfeile reichen nicht, oder? Genauso habe ich mir das. Ja, genauso habe ich mir das nämlich gedacht. Ja, dann hilf mir, wo bist denn du? So, komm, hol ihn dir. Zu! Sag mal, macht da auch mal was da hinten? Nein. Jetzt kriegen sie sich doch! Ich drück den Stick hier, ich brech das Ding fast ab, aber der Kerl steht da und macht nichts. Jawohl. Tot. Jawohl. So. Ja, aber... Wieso können wir die nicht ausnehmen und die anderen? So. Das haben wir super gemacht, so ganz allein. Ja, ich sag's immer wieder, dumm kann der Mensch sein, aber zu helfen muss er sich wissen. Wenn wir hier Duras schon dabei haben, warum nicht? So. Ist jetzt noch irgendwas in der Ecke zu finden? Sieht dich dann auch aus. Ja. Okay. Sind wir zwar alle unsere Pfeile los, was relativ unnötig war, aber. Oh. Nee, falsche Ecke. Alter, was macht denn der denn jetzt? Ey! Er hat ja nicht. Ja.
noch einer. Ja, hier müssen früher viele Zivilisten gelebt haben. Ja. Bist du dran? Ei! Also, die Begleiter sind mal nützlich, aber manchmal sind die wirklich sowas von träge. Müssen sie auch noch anfangen zu schießen? Sind so Viecher. Scheiße, ich dachte, du hältst mir den Rücken frei. Da sind wieder so Viecher. Wenn man dann stärker ist, dann lacht man darüber. Wenn man dann nur noch einen Schlag braucht für die. So, Flugblatt. Altes Flugblatt erhalten. Was steht in dem alten Flugblatt drin? Also das erste Mal wieder zu finden. So. Sonstiges. Nee, wo war hier Schriftverkehr? Schrift, Hammer, Zähne. Naja, das ist eine Ordnung, die ist keine Ordnung. Alter, wo sind denn hier Schriften? Hier. Naja. Altes Flugblatt 4. Werbeplakate der Infinity Skies Corporation. Ja. Tresor. Verschlossen. Tagebuch eines Überlebenden. Ja. So. Nee, hier. Ja, Tagebuch eines Überlebenden. Das ist alles vorlesen. Ich schreibe diese Zeilen, damit die Nachwelt erfährt, was hier passiert ist. Ich weigere mich zu glauben, dass wir diesen Einschlag überlebt haben, nur um danach an der Nahrungsknappheit zu sterben.
Ich und meine Frau Jane werden dieses Tagebuch schreiben, um unseren Kindern einmal erzählen zu können, wie es damals war mit den Meteoriten. Tag 1 nach dem Einschlag. Erster Tag nach dem Einschlag. Das Schreien wird langsam weniger. Überall sind Menschen verschüttet. Wir helfen so gut wir können. Aber für viele ist es bereits zu spät. Nach dem Einschlag. Erster Tag nach dem Einschlag. Weder ich noch Mai konnten schlafen. Die Erde bebt fast ohne Pause und schwarze Wolken verdunkeln den Sternenhimmel. Es stinkt. Nasse Waschlappen über dem Mund hilft nicht unbedingt beim Schlafen. Zweiter Tag nach dem Einschlag. Ich bin hundemüde, aber jetzt ist nicht die Zeit zum Schlafen. Wir werden zur Tankstelle gehen und sehen, ob wir dort noch Vorräte finden. Die Tankstelle war fast komplett ausgeräumt. Ein paar Dosen waren das Einzige, was wir mitnehmen können. Bevor wir Schüsse hörten und abgehauen sind, denke ich, wir brauchen eine Waffe. Ja. Ja. Das ist absolut unrealistisch. Realistisch ist es, in einer eventuellen Knappheit von allem Klopapier zu kaufen oder zu horten. Nicht Nahrungsmittel. Klopapier ist Realität. So, war oder wie auch immer. Die Beben hören nicht auf. Im Moment sitze ich draußen vor unserem Haus und muss mit ansehen, wie es immer weiter absinkt. Alles, an das ich denken kann, ist, dass wir es noch nicht mal abbezahlt haben. Wie absurd. Die Bank gibt es bestimmt sowieso nicht mehr. Wunderbar. Wir versuchen zu retten, was zu retten ist. Wir haben beschlossen, dass wir versuchen wollen, vorerst hier zu bleiben. Die einzige andere Option wäre das Hotel gewesen. Aber von dort hört man immer wieder mal Schüsse. Wir halten uns lieber davon fern. Ja, das ist immer so in solchen Szenarien. Dann ticken die Menschen natürlich aus. Gibt's Gewalt. Und nicht der Meteor bringt dann die ganzen Menschen um, sondern die Menschen sich gegenseitig. Wir haben heute einen Brief von der Bank bekommen. Ist das deren Ernst? Ein Meteorit macht den Planeten platt und sie schicken uns eine Mahnung? Die können mich mal am Arsch lecken. Tja, da sind Banken. Des Weiteren, wir haben eine Pistole gefunden, haben gejagt, hatten Erfolg. Die nächsten Tage gibt es Fleisch. Ich bin nicht stolz darauf. Fleisch schmeckte süßlich. Das Fleisch wird knapp. Ich werde wohl wieder jagen müssen. Allein bei dem Gedanken wird mir schon schlecht. Ich habe keine Lust mehr zu schreiben. Ich habe keine Lust mehr zu lesen. Dankeschön dafür. So, speichern. So, jetzt gehen wir zu dem Typen zurück. Wir können allerdings ja auch nochmal gucken, ob hier noch irgendwas Nützliches rumliegt für uns. So. Hier kommen wir wieder nicht durch. So. Normalerweise steht ja die Kombination irgendwo an der Wand. Das hier wirklich noch runter? Eisenerz, na nimm doch! Oh. Nee. Wir haben einen Schrank, nee, aber kein Schrank. Ja, das Haus ist ein bisschen eingesunken, hat er ja gesagt. Oder geschrieben. So, mach mal hier, den da. Ja, normalerweise, wie gesagt, aber jetzt hat er die Fackel wieder liegen lassen. Ich bin noch irgendwas zu finden. Nö, keine Ahnung. Ein Energiespeicher, Krug, Öllampe, ja. Warte mal, wir haben noch ein Flugblatt gerade gefunden gehabt. Das hatten wir uns, altes Flugblatt. So. Möchtest du wissen, was für ein Kind am besten ist? Wir übernehmen die Untersuchung in unserem Gesundheitscenter Infinity Skies. So. Also, ich schaffe es nicht mal, die Quest abzugeben. Also. So. Wo war der Typ jetzt? Da oben, oder? Ich gebe jetzt noch wegs fix die Quest ab. Für den Raporen.
war doch hier oben, oder? Jo. So, Kollege. Wegen der Raptoren. Jo. Die lauern niemandem mehr auf. Jetzt kann Geron endlich wieder durchatmen. Jo, du hast dich wacker geschlagen, Junge. Damit hast du dir meinen Respekt verdient. Jo. Dafür, dass mir die Biester nicht mehr mein Revier streitig machen, sollst du einen fairen Anteil an der Beute bekommen. Und der viel größere Verdienst ist, dass du mir gezeigt hast, dass manch einer da draußen nützlich ist. Das hätte nicht jeder geschafft. Tja, Duras kriegt natürlich nichts dafür. Was steht als nächstes an? Große Pläne schmiede ich nie, aber eine Sache gibt es dann noch. Die wäre? Ein frisch gebrautes Bier trinken. Es ist schon viel zu lange her, dass ich eines hatte. Nur müsste ich dafür nach Goliath und das möchte ich gerne vermeiden. Darum bleibt nur der Griff zum Wasserschlauch. Ich hab kein Bier. Mysterie. Ja, wie komme ich hier raus? So schlimm ist die Reise nicht. Meinst du? Aber was werden die Leute über mich sagen? Was sollen sie schon sagen? Geh hin, bestell dein Bier und genieß es einfach. Na schön, ich lasse es mir durch den Kopf gehen. Verdammt, ich hatte keins mehr. So ein Mist. Oh, okay. Machen wir an der Stelle für heute Feierabend. Oh, zack. Ja. Okay, hätten wir wieder was geschafft. So, damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Dann Daumen nach oben und lasst ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. So, könnt auch mal gerne in die anderen Projekte reinschauen. Dankeschön dafür und ciao.